Ja, hallöchen. Ich darf euch zu meinem ersten Gameboy Spiel Let's Play. Oder das sogar das erste von Nintendo begrüßen. Pokémon Spezial Pikachu Edition für den ersten Gameboy. Und dann werden wir mal ein neues Spiel beginnen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere zahlen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Also man, da das die erste Edition ist, hat man noch, kann man sich noch nicht entscheiden, ob man Junge oder Mädchen spielen möchte. Machen wir mal als Name JJK. Kaito will da nicht hinpassen. DJ Kaito. Richtig, dein Name ist die JK. Dies ist mein Enkel. Von hierher wolltet ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Blau, Gary, John, Gary. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Wird immer gesagt, der Satz. DJK, eine unglaubliche Reise in der Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, und hier sind wir nun. Im Raum. Was haben wir hier? Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Haben wir einen Trank. Eigentlich finde ich es blöd, dass in neuen Versionen das nicht mehr gibt. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich, nehme an, hat nach dir gefragt. Also gehen wir mal zum Eich. Schön alte Grafik, schwarz-weiß. Und nicht wie in Rot und Blau. Hier haben wir die Auswahl zwischen drei Pokémon. Oder in anderen Spielen. Ob er es nicht hier, ich bin hergekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Hey, DJK. Opa ist nicht hier. Wieso sagt er es nochmal? Irgendwie ist es am leichtesten zu displayen, die alten Spiele. Warte, geh nicht raus. Das war knapp. Viele Pokémon leben in hohem Gras. Oh, da haben wir eins. Ein wildes Pikachu erscheint. Okay. Professor, ich setz Pokémon ein. Irgendwie komisch. Wieso haben die eigentlich nicht das Pika
ineinander stehen gelassen. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Ist Kamera schief oder nicht schief? Hilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst ein Ninja Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ich will nicht länger warten, etc. Du bist früh dran. Du sollst so erst später kommen. Warte einen Moment. Ups. Ich schenke es dir, nehme es dir, wo ich... Halt, Opa. Und was ist mit mir? Habe einen Moment übrig, Gary. Ich gebe dir später eins. Dann wollen wir mal den Pokéball nehmen. Hey! Nein! Ich will dieses Pokémon! Gary schnappt sich das Pokémon. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay. Behalte dieses Pokémon. Es ist deins. Ich hätte dir sowieso eins gegeben. Komm zu mir herüber. Wollen wir mal machen? Ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Okay, erhält ein Pikachu. Spitzname oder nicht? Ja. Moment. Natürlich nicht. Lass uns unsere Pokémon testen. Was hatte Gary damals nochmal in der Serie? Für ein Pokémon? Keine Ahnung. Ist auch schon lange her. Ach, ein Evoli. Natürlich. Donnerschock und Heuler. Nach dem Kampf mache ich einen Schnitt. Evoli ist paralysiert. Auch gut. Das war leicht. Evoli wurde besiegt. Pikachu hat 97 EP. Pikachu erreicht Level 6. Pikachu erlernt guten Schlag. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Und Geld gewonnen. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Wir sehen uns später. So groß das Original. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist selten, aber dein Pikachu mag schon mal keine Pokébälle. Es muss sich so bessern, dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag oder nicht. Zum Beispiel, es mag uns nicht. Und hier werde ich auch das erste Mal speichern, da unsere Zeit abgelaufen ist. 8 Minuten spielen wir. Wieso gibt es eigentlich nicht mehrere Speicherstellen? Müsste man mal Nintendo sagen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder.